Ich bin zurück aus dem Amazonas und habe das hier mitgebracht. Das hier ist Moro Moro. Das ist eine Nuss, beziehungsweise der Kern einer Frucht. Da ist jetzt ein Kern, eine Nuss in diesem Kern. Und damit kann man viele schöne Sachen machen. Das hier ist, glaube ich, Ukuba. Ich habe mir das erst aufgeschrieben. Es gab so viele spannende Sachen. Ich habe noch nie was gehört gehabt von Ukuba, Badawa, Moro Moro, Andiroba, Kupuasu, Tucuma, oh mein Gott, Acai habe ich schon mal gehört gehabt. Das ist ja irgendwie die Superfrucht, die in Europa jetzt auch viel vercheckt wird. Aber das ist total spannend, weil ich habe nämlich einen Betrieb besucht, die machen spannende Dinge mit genau diesen Dingen. Erstens ist das Spannendste aber, dass sie gar nicht dafür Plantagen anlegen, sondern einfach mit Leuten in den Dörfern reden, die einfach umziehen und rumziehen und in den Regenwald gehen und einfach diese Muru-Muru-Pflanze beispielsweise oder eine der anderen, die ich jetzt nicht wiederholen will, einfach mitnehmen, also ernten von echten Bäumen, die es da gibt, nicht von Plantagen, mitten im Urwald und dann dieser Firma geben und die machen daraus Sonnencreme. Also, wer die Sonnencreme braucht, die ganz großartig ist, die Firma Natura, ich mache jetzt Schleichwerbung, das ist scheiße, aber die Firma Natura beispielsweise macht das nicht nur fair gehandelt, sondern auch wirklich aus echter Natur und die Gemeinden haben was davon. Ich habe auch diese Gemeinden besucht, einige von ihnen. Das ist wirklich spannend, was da abgeht. Moro Moro. Das hier, wie gesagt, falls es Ukuba sein sollte, falls ihr es besser wisst, dann sagt bitte Bescheid. Damit macht man Feuchtigkeitscreme zum Beispiel oder auch Seife. Großartig, dass es da so viele verschiedene Arten gibt von Kosmetika. Bisher dachte ich immer nur Kosmetika, das ist Seife, Shampoo und Deo, aber es gibt auch andere Sachen, habe ich gehört. Jedenfalls ist das total spannend, sich anzugucken, wie man Moro Moro und, Moro Moro, Hilfe, und Ukuba tatsächlich was dazu beiträgt, dass die Leute vor Ort leben können, ohne dass der Regenwald ausgeschlachtet wird. Da ist ganz zentral, dass man natürlich guckt, dass die Siegeln, die es gibt auf den Produkten, gescheit sind und dass man weiß, dass es fair getrandelt ist und dass es nicht Leute sind, die Regenwald abschlachten, damit sie Plantagen anlegen, damit das hier Früchte trägt. Ich gebe zu, wenn alle anfangen, jetzt plötzlich Moro Moro Sonnencreme zu kaufen, dass dann die Nachfrage steigt, der Bedarf steigt und dementsprechend auch Leute kommen werden und den Regenwald abholzen werden. Deshalb ist ja wichtig, dass man diversifiziert und nicht alle plötzlich jetzt Moro Moro, sondern andere Sachen auch machen. Aber trotzdem nochmal, daraus besteht die Zukunft der Leute vor Ort. Das sind sehr arme Leute, die brauchen Einkommen, aber eben ein Einkommen, was verträglich ist mit der Natur und den Regenwald erhält. Also irgendwas davon, was ich gesagt habe über die Namen, die Aussprache, ob Moro Moro, Ukuba, vielleicht ist es auch doch Patuau, Patawa, ach verdammt, sagt doch Bescheid. Es gibt doch bestimmt haufenweise Leute unter euch, die davon mehr verstehen.